Parzella. So. Ich hab noch versucht, ob ich auf 4K mittlerweile streamen kann, aber geht nicht. Euer PC ist momentan in Lieferbereitschaft, das dauert mal halt ein bisschen. Warum werde ich jetzt hier angegriffen? Ich hab nichts gemacht. Sie war nicht. Gib mich her. Salopuia palueno, we got a deal. My foot the new. Scheiße, wie? Die machen uns kalt! Da ist ja noch einer. Fossi, wie ein Gumme! Jusqu'à la mort! Genau. Wir sind zu lala! Wir kommen bald! Nein. Das war ein verdammt großer Fehler. Die entkommen uns nicht! Wir haben es fast geschafft! Warte mal. So sehr medizinische Verbindung und so. Was ist das? Ihr Dokument? Das habe ich vermisst! Wir haben keine Chance! Das waren alle. Fertigkeiten, wie viel haben wir denn da? Shinobi. Solo Tech. Was ist das denn jetzt hier für ein Menü? Was machen wir denn? Erhöht Bewegungstempo. Erhöht Speicherregeneration, erhöht Tragkapazität. Ja. So, das ist. Ah, okay. Okay. Also, ich darf mir nichts mehr ein. Da ist es eine lila Waffe. Das bin ich voll. Warte mal. Ich kenne ja die Waffen. Ja. Also. Die kann ich ja alle fallen lassen. Oh, zerlegen. Ach, das geht ja auch. Stimmt ja. Grün kann auch weg.
Lila und Gold haben wir noch. Und Blau. Die gehen ja, ne? Ja. Ja, das kann man auch zerlegen. Vier und zehn haben wir. Ah, oh, ist auch noch eine Datei. Kann man das... Nee. Komm, lass mal. Feindlicher Bereich. Oh, lass uns bitte bleiben spielen. Jetzt war er. Verdammte Axt, ich muss da rein. Da kann man halt nicht. Was ist ja? Ich will da rein. Ich bin nicht so gewalttätig. Ja, dieses Schwert, ne? Fuck mich gerade so ab. Kommt der? Suchen wir uns mal eine ruhige Ecke. Ich weiß eine Spur. Folge Weed. Was hat Songbird dir erzählt? Ich hier zu sehen. Sie sah müde aus, krank. Sie hat beschäftigt, dass sie Blackwall nutzt. Sie ist mit der Blackwall verbunden. Und sie hat's zugegeben, als wäre das keine große Sache. Wir müssen sie schnell finden. Hast du ihre Koordinaten? Song braucht unsere Hilfe, Reed. Hansen hält sie fest. Ich weiß nicht, warum. Gottverdammt. Das sind so ziemlich die schlimmsten Nachrichten. Das Black Sapphire. Sie meinte, Hansen schmeißt dort eine Party. Wir sollten hingehen. Sie findet uns dann. Weißt du, was und wo das ist? Da siehst du den größeren der beiden Wolkenkratzer? Den neben der Riesenleinwand? Da, wo das Licht brennt. Das ist das Black Sapphire. Sollte mal ein Hotel werden. Aber die Milliardeninvestitionen versumpften. Jetzt ist es Hansens Festung, mitten in Dogtown. Wir können nicht einfach rein. Und drin kennen wir auch niemanden, der uns die Tür aufmachen könnte. Alex und ich ziehen ein paar Strippen, kontaktieren unsere Leute. Mach du dasselbe. Überleg, wen du hier kennst. Vielleicht fällt uns zusammen was ein. Ich kenne hier einen Fixer, Mr. Hans. Ich könnte ihn anrufen. Mach das, ich melde mich. Mr. Hans? Aber den haben wir noch im Auftrag, ne? Apropos. Hier ist die Nummer. Ah ja, T. Ja. Hans, ich habe eine Bitte. Gleich zum Geschäftlichen. So mag ich das. Ich muss zu einer Party, die bald im Black Sapphire steigt. Lust auf ein Tänzchen mit dem Teufel, was, wie? Das Sapphire ist uneinnehmbar und tückisch. Du kannst da nicht ohne Einladung rein. Im Gegensatz zum, sagen wir, Konpecky Plaza. Irgendeinen Weg muss es geben. Okay, ich will offen sein. Eine handgeschriebene Einladung geht nicht. Aber ich finde eine Lösung. Dafür brauche ich aber etwas von dir. Ruf ist wie eine Währung. Ihr Wert ergibt sich aus dem gemeinsamen Vertrauen und das schwankt. Verstehst du? Schon klar, worauf du hinaus willst. Ich soll helfen, deinen Ruf zu verbessern. Genau. Erledige ein paar Aufträge für mich. Gib meinem Ruf in Dogtown einen Booster. So oder so seine Dann Pläne. Gehören die Pläne des Black Sapphire dir. Alles klar. Okay, Hans. Abgemacht. Wie erfreulich. Auf Wiedersehen, wie? So, drei Stück. Oh, shit! Oh, nö.
Karten auf der. Sag mal. Warte mal. Ja, ja. Sind das denn die Quests oder was? Scheinbar. Dann machen wir das hier zuerst. Das ist nämlich so weit. Ja, aber hier war da auch was mit Mr. Hands, oder? Ja, hier. Nee. Ja, okay. Hanaka. Und dann wird jetzt ein Kampf. Ja gut, warte mal. Ja, wir können auch mal hier Sachen verkaufen. Wo sind wir denn hier? Ich sehe irgendwo. Ja, ich würde sagen, ich guck mal nach einem. Irgendwo, wo man die Sachen verkaufen, weil die sind ja überladen. Also sehen wir es dann gleich. So, Outfit-Check. Ist besser. Ja. So, ich habe auch ein bisschen abgegradet. Cyberspace, wie ist das? Schade, dass man das aber nicht im Körper so sieht. Ne? So, im Auto kann auch Autos herbeirufen. Geradeaus. Ich hab neue. Boah, Junge! Da schreckst du mich. War ja auch noch da. Ja, alles abstürzt. Yeah.
Kann man sich verlieren. Wer ist die Schütze da? Oder was kontrollieren wir damit? Ah, Mist. Schade. Aber wir haben es halt geschafft. Was hat das jetzt gebracht? Keine Ahnung. Wir gehen mal. Das sei ihm. Anukume! Frapper, denn nun!
étudiants, pas vrai? Ja, ich habe ganz schön viel los. On nous tout pignasse! Keine Ahnung, wo ich hier bin. Ein Voodoo-Stab hier, irgendwie sowas ähnliches. Würde ich sagen, bei den Bemalungen. Ja, gut, aber. Ich hab nichts verwirrt, wo ich noch nicht war. Ich hier schon? Ja. Oh, ne? Hey, Zugangskarte. Hat das mit der Quest zu tun, glaube ich. Was ist denn dieses Systembeschleuniger? Was ist das? Was ist da hier kaputt? Okay, ich muss mal hin. Warte. Hier war ja auch noch irgendwas. Roboter. Aus dem altmodischer. Hm? Und das. Ich gehe mal nie in die Richtung. Verteidigungssystem wird aktiviert. 40%. Was? Systemausfall, scanne die Umgebung. Die Präsenz eines Lebewesens wurde entdeckt. Aktiviere Evakuierungsprotokoll. Notausgang geöffnet. Mein lieber Scholli. Aber das gehört nicht zur Quest. Deswegen war ich schon verwundert.
erste Spiel schon vielleicht. Hätten wir es glaube ich nicht geschafft. Ich weiß auch nie, ob die Waffen gut sind oder nicht. Komponenten. Was haben wir denn hier freigeschaufelt? Überall Textdateien. Hey. Ja, wo geht's denn jetzt hier lang? Ich will hier zurück. Wahnsinnig. Ist ja auch ein bisschen. Ich komme hier nicht mal raus. Wie soll man hin? Oh nee. Habe ich hier alles nicht mitgenommen. Tja dann. Dann doch hin weiter. Hey, hey, Vorsicht! Bin mit dem Runner verbunden, siehst du das nicht? Nicht, dass er einen Querschläger abkriegt, hä? Eh? Netrunner, Erpresser, Mörder. Den mach ich kalt. Klar hat der Dreck am Stecken, aber Mirko ist ein Niemand. Ein kleiner Fisch im Meer. Fisch im Meer. Ich bin Agent Alain Noël, Netwatch. Ein Spezialist für organisiertes Verbrechen. Wir können uns sicherlich einigen. Bin letztens einem Schum von dir begegnet. Der war auch hinter den Voodoo Boys her. Hast du ihn auch so nett begrüßt? Er hat angefangen. Wollte mir das Hirn rausbrennen. Deshalb höre ich mir diesmal gar nicht erst das Konzerngelaber an. Lass mich die Verbindung von Milko trennen. Na gut. Aber eine falsche Bewegung und ich leg dich um. Schon besser. Und jetzt dorm mit zu. Du kannst Milko nicht töten. Töten? Noch nicht. Du willst mich aufhalten? Ich gebe mich schon seit Monaten mit diesem Abschaum ihr ab, um das ganze Netz aus Erpressern und Moddern wie Milko zu zerstören. Aber dafür muss ich herausfinden, wer die Fäden in der Hand hält. Arbeitet dieser Milko für dich? Als Quelle? Ich häng mich dran, wenn er im Netz ist. Ich will herausfinden, wo er seine Befehle kommen. Komm, gib mir eine Chance. Ist dir nicht klar, wie viele Leute du so retten könntest? Berichten zufolge gibt es an der ganzen Küste Opfer. Milko ist nur einer der Runner für die Voodoo Boys. Sobald ich herausfinde, wer hinter dieser Operation steckt, kann ich sie endgültig beenden. Ich brauche Milko. Sein Tod allein ändert rein gar nichts. Verstehst du? Aber du sagst immer das Gleiche. Dass der eine nicht alles begleicht. Es ist deine Entscheidung. Woher weißt du, dass das klappt? Weil ich ein Profi bin. So wie du auch. Oh. Einziger Unterschied? Ich stelle die Ordnung wieder her. Und du sorgst für Chaos. Dem sind die ganzen armen Säcke, die von den Voodoo-Boys gehackt werden, doch scheißegal. Diese das tust du nicht, Konzernfotzen sind oder? Alle gleich. Wollen bloß den nächsten Bonus und eine Beförderung. Ich bin hier, um meine Kunden zu beschützen. Tja, musst wohl irgendwie ohne Milko klarkommen. Tu das nicht! Ich hab keine Ahnung. Eigentlich, ja, die Kunden, ne, aber. Scheiße, mir tut das irgendwie leid.
Na gut. So. Dann zieh dein Ding durch. Aber wenn du das verkackst, Johnny, bist auch du als nächstes dran. Du wirst es nicht bereuen. Ich gebe dir mein Wort. Mir sind da noch voll viele grün und blau, aber egal. Ich hab keinen Bock noch, die anderen Sachen zu holen. Geh jetzt! Ich hab zu tun! Leider nicht. Alles falsch? Ich weiß nicht, was falsch und wichtig ist. Ist es immer so? Versichern mir, sie setzen Indira Baratza umgehend auf ihre Zeugenschutzliste. Ihr Körper und Verstand werden rund um die Uhr von Netrunnern bewacht. Kein lebender Hacker kommt jetzt noch an sie ran. Du hast für die Sicherheit deiner Kunden gesorgt und den Ruf deines Fixers beim Konzern verbessert. Ich bin dir dankbar und um einiges reicher. Ah, okay. Dein Geld kommt gleich. Auftrag erledigt. Ja, ist schon. Eine Pyramide hier eigentlich. Nächsten. Die nächste Quest ist 718 Meter. Mal gucken. Ja, ich port mich dahin. Wir sehen uns dann gleich wieder. Ja.